Wir sind hier am Profolio Begleitgruppen-Workshop am 7. seiner Zahl in der Jakobs School in Zürich. Um ein bisschen Einblick zu kriegen, was Neuerungen sind. Wir versuchen, das tolle Lehrmittel weiterzuentwickeln und uns gegenseitig zu inspirieren. Ich war in zwei Workshops. Das eine war, wie man Bewerbungstools noch verbessern kann, damit sie für die Schülerinnen und Schüler attraktiv sind und sie wirklich etwas davon mitnehmen. Ich war jetzt gerade schon im Workshop «Einfache Sprache». Ich denke, das ist sehr eine Herausforderung auch für die Zukunft, aber sehr, sehr wichtig für das Portfolio. Das Bewerbungstool war mein heutiger Highlight. Das schließt dort eine Lücke in unserer täglichen Arbeit mit Jugendlichen, wo wir viel zu viel Zeit verbraucht haben. Und ich bin wahnsinnig froh, so etwas kennengelernt zu haben. Ich finde, das ist der Wahnsinn. Und wir haben auch live Schüler da gehabt, die erzählt haben, wie es ihnen so geht mit dem Lehrmittel. Und das habe ich auch spannend gefunden. Ich konnte wirklich mich selber neu entdecken können mit dem Portfolio. Ebenfalls halt sehr viel Neues auch entdecken, was in der Berufswahl technisch auch wichtig ist. Ich arbeite gerne mit dem Portfolio, weil ich finde, es ist so einfach strukturiert. Ich habe so Interessen gefunden, wo ich vorher nicht gewusst habe, dass ich die habe. Und das hat mich halt überrascht. Portfolio holt sie ab, was sie können, und unterstützt sie dort im selbstständigen Arbeiten. Portfolio gibt natürlich einen ganzen, einen wichtigen Hinweis auf Persönlichkeit auch vom Kind. Wie uns auch ein bisschen Arbeit abnimmt, weil halt manchmal Zeit fehlt. Da kann sie schon viele Sachen auf dem Portfolio ausfüllen. Wir sind sehr froh an unserer Schule, dass wir von den vielen Sprachen schon profitieren können, dass es so differenziert ist. Wir haben Kinder aus 32 Nationen, ganz viel Migrationshintergrund. Im Unterricht erlebe ich das Portfolio als sehr hilfsreich. Die Schüler sind sehr motiviert, auch wirklich selber zu reflektieren, über sich selber nachzudenken. Und da Portfolio neben ganz vielen anderen positiven Aspekten auch Lektionen hat, die man eigentlich einfach nehmen kann, ist es eigentlich wirklich eine riesige Hilfe auch in der Vorbereitung der Lehrperson auf die ganze Berufsorientierung. Für uns ganz ein wichtiges Instrument oder eine wichtige Hilfe, ja. Ich finde es zufrieden. Ich kann ganz viel mitnehmen aus dem Tag. Es freut mich sehr fest, dass es in Romanisch kommt, weil «Chicasaro Monge Saderpli». Es ist schön, dass man auch an diese Gruppierungen denkt und auch die Schüler die Möglichkeit gibt, das in ihrem Herzenssprache quasi anzugehen. Das finde ich mega schön. Von heute nehme ich mit, dass Portfolio ein riesiges Netzwerk hat von ganz vielen Fachpersonen, und die sind wahnsinnig interessiert an dem Mitschaffen und miteinander austauschen und zusammen das Ganze weiterführen. Das finde ich ein Alleinstellungsmerkmal, und das spricht absolut für die Idee und das Team dahinter. Also ich freue mich ganz speziell auf das Portfolio mit vereinfachter Sprache. Das finde ich wirklich super, super toll, dass das kommt. Und ich fand es halt sehr spannend, als in meiner Rolle als Wissenschaftlerin zu sehen, wo Bedarf besteht, was total toll ankommt. Die Jakobsschule, das habe ich jetzt wirklich, finde ich, ein sehr tolles Konzept, habe ich nicht kennt. Und das freut mich auch sehr, dass ich das auch kennenlernen konnte. Zum dritten Mal schon dabei und eigentlich jedes Mal läuft im Workshop aus. Und habe wieder zwei, drei Sachen neu gelernt dazu. Für mich ist es eigentlich jedes Mal eine Art Weiterbildung, das Ganze.